Auf meinem Instagram-Kanal habe ich neulich dieses Foto hochgeladen. Das war ein Foto, was ich, oder es ist ein Foto, was ich auf Sylt geschossen habe, jetzt vor 2 Wochen. Und der eine oder andere hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich dazu mal ein Video machen könnte. Genau das machen wir heute. Ich spreche darüber, wie ich dieses Foto gemacht habe, warum ich das Foto so gemacht habe, wie ich das quasi gesehen habe, also was der Ausschnitt, die Komposition war und wie ich das im Anschluss bearbeitet habe. Steigen wir mal ein. Ist das beste Bild der Welt? Vermutlich nicht, aber ich würde jetzt einfach mal kurz und knackig durch alle Punkte dieses Bildes durchgehen und durch die Bearbeitung im Folgenden, damit ihr so ein bisschen meine Gedanken nachvollziehen könnt und vielleicht nehmt ihr auch den einen oder anderen Tipp mit. Aus meiner Sicht lebt das Bild von 3 Sachen. Das erste ist das Thema Komposition bzw. Zuschnitt, dazu komme ich gleich. Das zweite ist der Kontrast und die Kontraste und wie das Licht so ein bisschen fällt und am Ende noch natürlich die Farben. Das ist ein Strandabschnitt in Rantum, an dem ich ziemlich gerne bin. Es war stürmisch und als der Sturm so ein bisschen weg war und der Regen so ein kleines bisschen aufgehört hatte, bin ich an den Strand gegangen und habe ja, mal so ein bisschen nach dem Rechten gucken wollen. Jetzt war es so, dass wir ein kleines Zeitfenster hatten und die Sonne ein kleines bisschen rauskam, aber es dennoch relativ stürmisch war. Und wenn man den Strandabschnitt so ein bisschen runterläuft, dann gibt es so eine Ecke, so eine Kurve, die ich eben hier fotografiert habe. Und da fiel das Licht eben sehr interessant. Ich kann mal einblenden oder ich kann mal in Ebenen überblenden, was ich im Grunde genommen gesehen habe oder warum ich das fotografiert habe, diese Ecke. An der Ecke gibt es im Prinzip eine Rundung, wenn man so will. Und Fun Fact, ich habe das Ganze mit meiner A7R 3 fotografiert, das ist aber gar nicht so wichtig, sondern ich habe das auf dem iPad bearbeitet, weil auch das iPad kann natürlich RAW-Fotos bearbeiten, es gibt Photoshop und Lightroom und das Ganze wird dann synchronisiert. Ich kann euch also jetzt hier zeigen an meinem iPad, wie ich das Ganze gesehen habe. Das ist schon das fertige Bild, dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Aber diese Rundung hier, die fand ich besonders spannend, also dieser Lichteinfall, wenn man so will. Insbesondere im Kontrast zu der Düne hier an der Seite. Und quasi dieser ganze Bereich, der Sand, ist auch im schönen Farbkontrast zu dem Himmel und zu den ganzen Möwen, die da oben kreisen. Das war ein ganz nettes Detail. Das hat mich durchaus angesprochen und das habe ich deshalb so fotografiert. Und wenn wir jetzt mal auf den Rechner switchen und ich kann jetzt einfach mal durch die Bearbeitungsteile durchgehen. Ich mache es ein bisschen schneller, weil, wie gesagt, das Foto ist ja jetzt nur von mir. Davon habt ihr jetzt nichts, wenn ich das wirklich im Detail durchklamüser. Geht mir eher darum, dass ihr meine Gedanken versteht und die Bearbeitungsschritte, damit ihr gegebenenfalls davon was mitnehmt. Also die Grundeinstellung ist bei mir immer häufig so bei solchen Szenen, dass ich die Lichter ein bisschen runterdrehe, das Weiß ein bisschen hoch, dann kommen hier so die Details in den Wolken ein kleines bisschen besser raus. Wenn ich jetzt mir das einmal ausblende und wieder einblende, seht ihr, was ich meine. An den Farben habe ich ein bisschen rumgespielt, habe insbesondere hier die Sättigung aus dem Himmel ein kleines bisschen, aus dem Blau rausgenommen. Ne, sieht man hier ganz gut. Und bei Effekten habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Doch das Dunst entfernen, ein ganz kleines bisschen raus, um das Diesige wegzumachen. Aber wichtig wäre nochmal unter Farben das Color Grading. Ich habe das jetzt gerade alles auf einmal ausgeblendet. Ne? Ja, genau, der blendet alles auf einmal aus. Wichtig ist hier das Color Grading. Also wenn ich das Color Grading einmal ausblende, seht ihr, das Ganze ist ein kleines bisschen verwaschen und doch relativ gelbstichig, möchte ich es nennen. Ich habe im Grunde genommen in alle 4, also lichtertiefen Mitteltöne, ein bisschen Blau reingemischt, sodass das Bild ein kleines bisschen kühler wird. Ich finde, das tut dem gut, weil es ein kleines bisschen freundlicher, schizophrenerweise, dadurch wird. Man würde ja mal meinen, dass das Gelb sonniger und freundlicher machen würde, aber in dem Fall ist dem nicht so. Und was ich ganz wichtig, was ich dann auch noch gemacht habe, das war jetzt so die grundfarbliche Einstellung, ich habe mit einer Maske den Himmel maskiert. Also ich beziehungsweise ich habe eine neue Maske hinzugefügt, habe Himmel auswählen, glaube ich, gemacht. Genau, so damit der Himmel automatisch ausgewählt wird. Und dann habe ich hier nochmal relativ extrem in die Lichter eingegriffen. Also ich habe die Lichter komplett runtergezogen und hier weiß auch, um eben hier nochmal so ein bisschen die Zeichnung rauszuholen. Und das ist eigentlich ein Trick, den ich ganz gerne mache, um in so einem Motiv Wolken nochmal so ein bisschen knackiger zu machen. Wer sich mit Lightroom auskennt, könnt ja auch meinen, naja, ich hau da mal die Clarity rein, geht auch, aber das sieht halt relativ schnell unnatürlich aus. Und dann gibt es noch einen anderen Trick, zu dem ich gleich komme, um das ein kleines bisschen stimmiger zu machen. Ich kann auch nochmal zeigen, wie das aussieht. So sah es vorher aus.
Und dann kommt halt dieser Bereich unter den Wolken und zwischen den Wolken wird ein bisschen dunkler, aber diese Spitzlichter eben nicht so sehr. Und auf die werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, diese Kurve hier ist das, was mich irgendwie interessiert. Der Kontrast mit dem mit der Düne hier, also diese Lichtkante, die habe ich tatsächlich nochmal ein kleines bisschen mit einem Pinsel nach kontrastiert, wenn man so möchte. Also ich habe das iPad genommen und ich habe auf dem Sofa gesessen und mit dem Stift im Prinzip ein bisschen drüber gemalt und habe auf der in der einen Maske hier ganz kleines bisschen die Schatten runtergezogen und in der anderen Maske die Lichter noch ein ganz kleines bisschen verstärkt, ganz im Sinne von Ansel Adams, der das ja auch immer ganz gerne in der Dunkelkammer gemacht hat. Und das war es eigentlich schon von der Bearbeitung her. Wichtig für die Wirkung dieses Bildes ist natürlich noch der Zuschnitt. Und ich bin bei Hochkantfotos häufig ein Fan davon, eher so ein 3:4 oder eben hier 4:5 Format zu wählen, also so ein ganz klassisches analoges Format. Das habe ich hier auch gemacht. Und es hat natürlich nebenher noch den Vorteil, dass es dann das optimale Format für Instagram ist, weil das dann in der Höhe nicht abgeschnitten wird, wenn man das postet, denn das Foto sollte ja auf Instagram erscheinen, was es ja auch ist. Und entsprechend habe ich das hier zugeschnitten. Aber ich kann auch noch mal einmal ganz kurz den Zuschnitt wegmachen. Und dann sieht man das noch mal ein bisschen besser. Hier unten ist halt relativ viel Sand, der ja eigentlich uninteressant ist für das Motiv. Und auch der Himmel hier oben drückt eigentlich einen Tick zu sehr auf das Motiv drauf, weshalb das gar nicht so schlimm ist, wenn man das hier einfach ein bisschen zuschneidet und die uninteressanten Sachen wegschneidet. Im Übrigen, wer sich nicht sicher ist, nochmal ein kleiner Tipp mit dem Look oder nicht ganz zufrieden ist und sagt, irgendwas fehlt da noch ein bisschen. Witzigerweise in Lightroom, aber nicht in Lightroom Classic, gibt es hier oben diesen Preset-Button, über den man jetzt zum Beispiel diverse Looks ausprobieren könnte und sich einer Sache annähern. Die sind jetzt alle sehr extrem, muss man sagen, aber das hier zum Beispiel sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist ein bisschen zu viel. Wie auch immer, oder FDR, ja, das ist doch auch nicht so schlecht. Wenn man das auswählt, seht ihr, dass sich die Einstellungen hier verändern. Also es ist nicht ein LUT, was einfach als Look drüber gelegt ist und was dann so ist, wie es ist, sondern es ist ein Preset, was ihr nachher noch ein bisschen anpassen könnt. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Sache. So, jetzt haben wir den Zuschnitt, jetzt haben wir die Bearbeitung und die Komposition kommt ganz gut rüber. Und jetzt fehlt noch der letzte Schliff, den ich immer ganz gerne mache. Und das ist jetzt die Spitzlichter noch mal ein bisschen reinzuziehen. Ich mache dann immer einen kleinen Trick in Photoshop, dass ich die Tonwertkorrektur noch mal anfasse und den Regler hier rechts nach links ziehe. Also der Gag an der Tonwertkorrektur, ich mache es mal aus. Ihr seht, der Effekt ist relativ groß. Also man stelle sich vor, ich habe jetzt hier mein Foto so reingeladen. Ich gehe hier unten rechts auf Einstellungsebene, Tonwertkorrektur und dann sehen wir, hier ist schon mal gar nichts im Prinzip. Hier ist ein Loch, das ist diese Spitze hier ist der weiße Rahmen und es gibt hier relativ viel, was uns an Lichtern fehlt. Und dann nehme ich meistens einfach diesen rechten Slider hier, ziehe den ins Bild und ihr seht, wir kriegen schon gleich viel mehr Punch rein. Jetzt muss man allerdings aufpassen, dass einem die Lichter nicht ausbrennen. Dazu drücke ich einfach die Alt-Taste. Und dann sehe ich hier, was ausbrennt. Also wenn ich es übertreibe, so ne, brennt das ganze Bild aus. Ich gehe dann meistens so, dass wir so ein ganz, ganz kleines bisschen die Spitzlichter angreifen. So, jetzt könnte man hierher gehen und das wieder noch ein bisschen zurückholen, aber das spare ich mir jetzt. Und das reicht eigentlich schon aus, dem Ganzen wieder ein bisschen Punch zu geben. Das war vielleicht ein kleines bisschen aggressiv. Also vorher, nachher. Und das war's auch schon. Ganz kurzer kleiner Einblick in dieses Foto. Ich hoffe, ihr habt vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgenommen oder konntet so ein bisschen nachvollziehen, wie ich das Foto fotografiert habe und warum das so geworden ist, wie es geworden ist. Wer weiß, vielleicht wird das in Zukunft eine eigene Serie, wo ich immer mal wieder so Fotos bespreche und meine Gedanken dahinter erzähle, weil ich glaube, so lernt man eigentlich am meisten und da haben wir dann alle was davon. Habt ihr noch Fragen oder irgendwelche Wünsche und Anregungen? Wie immer, ab in die Kommentare damit und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.